Offiziell präsentiert von der IWA Auto Classics, Eyes on Target. Und unseren Partnern Gecko Ammunition und VfG Weaponcare. Hallo zusammen, wir sind auf der IWA 2023 Full Radio Media unterwegs. Ich bin Alex und auch abseits der Stände findet man immer interessante Sachen. Hier zum Beispiel habe ich den Christian getroffen von Technical Solutions Lode. Hallo Christian, schön, dass du Zeit hast. Danke. Für alle die dich nicht kennen, stell dich da bitte mal kurz vor und was machst du, was macht ihr? Ja, ich bin der Christian aus Magdeburg. Wir nähen Schießsäcke für die verschiedensten Anwender, hauptsächlich für den Bereich Scharfschützen, Long Range, für die Behörden. Zusätzlich haben wir im Sortiment Schalldämpferhüllen, die wir nach Kundenwunsch anfertigen. Das sind alles Maßanfertigungen, ja, die bei uns gefertigt werden und mit liebevoller Handarbeit genäht werden. In Magdeburg direkt. Das ist kein China-Import. Das ist alles handgenäht von mir, meiner Frau und unseren Helferlein, unseren Fleißigen. Hört sich sehr gut an. Was hast du uns heute mitgebracht? Was kannst du uns mal zeigen? Ich habe verschiedene Schießsäcke mitgebracht. Unser Klassiker ist der Hammelburg. Der hat sich unheimlich bewährt im Scharfschützenbereich, aber auch bei der Jagd. Also wir haben zwei verschiedene Linien mittlerweile. Wir haben einmal die Jägerlinie, die Hunting-Linie aus Loden. Das ist Loden, der in Deutschland produziert wird. Und so schließt sich auch so ein bisschen der Kreis eines deutschen Produktes. Unsere Zulieferer sind alle in Deutschland. Ja. Und die Qualität ist auch dementsprechend hoch. Da legen wir großen Wert drauf, dass man auch ein hochwertiges Produkt hat. Dann ist dies der kleine Helfer, der unter den Vorderschaft gelegt werden kann oder aber auch unter das Monopod. Beim Monopod hat man ja oft das Problem, wenn man im Gelände schießt, dass die Waffe ein bisschen springt und die landet ja nie wieder in der gleichen Stellung und muss dann wieder an dem Feingewinde ewig rumschrauben, bis man das Ziel neu auffassen kann. Und diesen Sack kann man eben einfach ein Stück zusammendrücken und dadurch dann eben justieren. Ja. Ja, du merkst es schon von der Haptik, das sehr angenehm ist. Es ist ein festes Material verwendet in dem Fall, was formstabil ist, was keine Feuchtigkeit zieht. Und somit hat man nicht diese klassischen Probleme, die man mit Reis oder Sand hat, was viele nutzen. Davon haben wir komplett Abstand genommen. Der Sandsack, wie man ihn typisch kennt, ist jetzt quasi auf einem neuen Level. Der wurde in Hammelburg an der Scharfschützenschule entwickelt. Ein Kamerad von mir war damit in Mali im Einsatz. Mhm. In Kosovo ist er schon gewesen und auch in Afghanistan. Das heißt, wir haben ihn durch verschiedenste Klimazonen bewegt, durch den Dreck schleifen lassen und auch im Einsatz erproben lassen. Als kleinen Bruder gibt es hier, ich sage immer, die kleine Dose. Das ist der Potsdam. Der soll vom Prinzip her das Monopod komplett ersetzen. Ja. Du kannst einen Hochkant stellen und auch durch Druck das Ganze nachjustieren. Wir haben hier eben die Variante mit dem langen Riemen, das ist der 25 cm Riemen, mit dem Dreisteg. Hier kann man die Riemenlänge eben so variieren, wie man es braucht. Man hat die Möglichkeit, das Ganze zu befestigen, wie hier jetzt mit dem Gewehrhaken. Wir haben aber auch die QD-Ösen im Sortiment, die man dran machen könnte. Den gibt es auch als Variante mit Griffschlaufe, dann ist er quasi an beiden Enden vernäht und man kann reingreifen und den nicht verlieren. Und dann zum Beispiel einfach auch einen Karabinerhaken dran machen. Und auch hier ist wieder die gleiche Füllung drin, dass man eine angenehme Haptik hat und sich das Gewehr dann auch dementsprechend schnell justieren lässt und man schnell und sauber einen Anschlag hat. Man hat dadurch einen sehr stabilen Anschlag, weil die Waffe eben drin ruhen kann. Man kann den auch liegend nutzen, auch wieder als Auflage für den Vorderschaft. Ist jetzt auch, ich weiß nicht, ob es unter Jägern so typisch ist, wir kommen eben eher aus dem militärischen Bereich, könnte man das Teil in eine Astgabel reinlegen und hat eben eine vernünftige Auflage, die man so mit seinem Gewehrriemen niemals erreichen könnte. Weil man verkantet die Waffe nicht mehr, weil man eben hier sich so eine kleine Kuhle machen kann und das Ganze dementsprechend dann auch vernünftig, sehr cool, ja, vernünftig sitzt. Dann haben wir hier noch den ganz großen Bruder, das ist unser neues Highlight. Das ist der Leipzig. Der Leipzig ist ca. 20x20x20 cm und wiegt in etwa das gleiche wie der Potsdam. Dann nimmst du mal in die Hand beide. Was meinst tatsächlich, du? Tatsächlich, ja. Ja, wir sind hier so in einem Bereich bei 400, 450 Gramm und der Kleine liegt auch so in dem Bereich. Was das Besondere bei dem ist, es ist eigentlich ein großer Würfel, aber der hat unheimlich viele Features. Wir haben hier zum einen auf der Seite G-Haken, die es eben ermöglichen, den Riemen schnell zu öffnen. Man kann den Riemen auch einmal ringsrum legen und den Sack dadurch zusätzlich komprimieren. Ja. Und durch diese Verstellmöglichkeiten habe ich die Möglichkeit, den Sack an einer Astgabel einzuhängen oder an einem kleinen Ast, dass der Sack so hängt
Über die Riemen gleiche ich das aus, dass er gerade ist und kann die Waffe dann reinlegen. Ich kann den Sack aber auch einfach so um den Baum binden und die Waffe hier drauf legen. Ja, dass der, quasi der Baum hier einmal an der Seite ist und richtig straff. Alternativ kann man sich das gute Stück auch auf den Oberschenkel schneiden, wenn man dann abkniet, dass man eine vernünftige Auflage hat für den Ellenbogen. Also ist man sehr flexibel. Was das Schöne ist, dadurch, dass wir alles selbst nähen und die Zuschnitte selber machen, haben wir eben die Möglichkeit, auch auf Kundenwünsche einzugehen. Also das heißt, ihr könnt auch individuell, wenn ein Kunde sagt, ich möchte das größer, kleiner, länger, kann er das machen? Das machen wir alles nach Kundenwunsch. Man kann verschiedene Farben kombinieren. Bei dem Loden haben wir uns dazu entschieden, das bloß in dieser Lodenfarbe anzubieten, damit wir eben auch einen größeren Rabatt kriegen bei den Einkaufen der Materialien, was wir dann natürlich wieder dem Kunden entgegenbringen können. Wenn wir jetzt 5 verschiedene Lodenfarben anbieten würden, dann wäre es einfach wesentlich teurer, weil wir das zum einen lagern müssten und zum anderen kriegt man dann auch andere Einkaufspreise. Meine Frage ist jetzt also, die Hunter-Serie ist bei euch in Loden? Ja. Und quasi die gleichen Produkte gibt es halt in anderen Varianten. Ich denke mal, ihr habt auch mehrere Tarnmuster wahrscheinlich da oder Uniformen, die man euch machen kann. Finde ich cool, finde ich sehr cool. Da danke ich dir erstmal für diese ausführliche Information. Für die Leute, die Sachen kaufen möchten, wie kann man euch erreichen, wo kann man das kaufen? Man kann es bei uns direkt auf der Internetseite kaufen, www.tslo.de. Ja. Das Lode sozusagen wieder drin, bloß durch den Punkt getrennt. Ansonsten sind wir im Sortiment bei German Gunstock. Für die Jungs haben wir eine extra Linie entwickelt, die es exklusiv für German Gunstock gibt. Und viele kleine Lädchen haben uns auch. Ganz neu sind wir vertreten im Schießkino im Odenwald, bei dem Max. Der nutzt die Säcke auch für die Jagdausbildung. Und auch da werden die Produkte weiter auch getestet, gerade die Lodenprodukte, und weiterentwickelt, sodass wir dann in naher Zukunft auch noch weitere Formen anbieten werden. Da lohnt es sich dann, am Ball zu bleiben. Und im Bereich PRS-Shooting sind wir auch gerade dabei, neue Formen zu entwickeln und neue Materialien zu testen. Uns ist es aber persönlich wichtig, dass wir hinter dem Produkt stehen können, dass die Qualität hoch ist, dass es sehr langlebig ist und dass der Kunde da auch einen Nutzen von hat, den er eben auch lange Freude hat und glücklich ist. Wunderbar. Dann, wenn euch dafür interessiert, schaut mal bei tslo.de vorbei. Wir werden alles unten natürlich wieder in der Info verlinken. Und ich sage nochmal danke, dass du jetzt für uns die Zeit genommen hast. Gerne, Alex. Für euch, wenn euch das Video gefallen hat, bitte wieder ein Like, abonniert unbedingt diesen Kanal und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao. Ciao.